wie du, Apfelsinen, in meine Plantage in die Sonne von Kap. Deine Augen, sie glitzern wie die Mare von Napoli. Deine Haut seien so zart wie eine Pfirsich in meine Plantage in Sicilia. Und eine bella Figura, die seien so schön wie die Hügellandschaft von der Toskana. Lass uns machen, Völkerverständigung. Komm. Sarah, sag mal, wann haben Sie das letzte Mal aus dem Fenster geguckt? Hm? Was sehen Sie denn da? Da sehen Sie die Frau Kersch. Ne? Und nicht die Hanauer Landstraße in Frankfurt. Hm? Und dann, weißt du, diese Charakter. Sie sagt ja immer, Marco hier, Marco da, du musst das machen. Sie ist wie eine Tinnitus in meine Ohren. Hm. Ich sag dir eins, es ist schrecklich mit dieser Frau. Bin ich froh, dass sie weit weg ist in Milano. Und wir sind ganz alleine. Und können hier machen Steuererklärung zusammen. Ach, ist das eine Freude. Also ich gehe mal wieder in die. Kann ich Ihnen die Tutte abnehmen? Geben Sie her. Danke. Buongiorno, Ornella, scusi, du bist so schön wie due Wassermelonen in meine Plantage in die Sonne von Capri. Ich will nichts sein, deine Capri-Sonne. Ich muss mir jetzt 20 Jahre anhören, deine Süßholzgeraspel. Und 100 andere Frauen, ganz bestimmt auch. Und du Kanaille hast hier doch schon wieder eine versteckte mit oh Sicherheit. Oh no, ich hatte keine Frage. Ich rieche! Wir haben Ihre Frau in unserer Gewalt. Meine Frau ist entführt worden. Schön. Bitte bringen Sie morgen bis 10.40 Uhr 1 Million Euro. Sollen wir das bezahlen? Euch vorstellen, mein Kollege Kommissarin Stangelmeier. Stangi, Grippo München. Er hat da so ein Taschentuch für mich mit. Das ist alles so traurig. Ich bin. Bitte. Genau. Bitte, beruhigt. Das ist so schrecklich. Ich kann nicht mehr. Herr Moring, wir sind voll wach. Bitte, nehmen Sie jetzt mal. Leni, das war fein nicht der Ludwig. Ja, mei, die habe ich halt gebraucht für den Erpresserbrief. Es war eh bloß der Sportteil. Ja, warum nimmst du das Feuilleton? Das lese ich doch eh nicht. Bella! Oh! Oh, du bist so schön wie du, Apfelsin! In der Sonne von Capri auf meiner Plantage. Deine Augen glitzern wie die Mare von Napoli. Deine Haut ist so zart wie eine junge Pfirsich in meiner Plantage in Sizilien. Lass uns zusammen machen ein bisschen Völkerverständigung. Ach, mein Spatz, ich hab dich ja so vermisst. Mein feuriger Italiener, das ist so schön, dass du jetzt mal wieder in Lingna bist. Ich hab aber... Porca miseria, da muss es sein, Luciano, passiert ein Fehler. Weil mein Mann bezahlt, natürlich, naturalmente. Mein Charlie macht keine Fehler. Dass ich nicht glauben kann. Also wenn mein Mann das erfährt, da wird er aber explodieren! Immer wenn du da bist, bin ich
Eltern explodieren. Du bist so schön wie du, Apfelsin, in meine Plantage, in die Sonne von Kap. Deine Augen glitzern wie die Mare von Napoli. Deine Haut ist so zart wie eine junge Pfirsich in meine Plantage in Sizilien. Und deine bella Figura sind so schön wie die Hügellandschaft in die Toskana. Lass uns zusammen machen, Völkerverständnis. Ach, ist das schön, dass du da bist. Mais, mon chéri, wann machen wir das Fotoshooting fertig? Ach, ich war 3 Stunden beim Friseur. Oh. Wir brauchen doch noch Fotos für das Magazin Morelli, oui? Ja, Sissi, das machen wir später, weißt du? Ich werde doch Modell des Monats, oui? Aber natürlich. Du bist, für mich bist du die Nummer uno. Klar, du kommst auf die Titelseite. Merci. Freilich. Dame in Rot. Wo ist denn der Sohn? Neue Pinakothek. Was ist denn da eigentlich los? Was auch ein Entführer. Macht ihr jetzt ein paar Babysitting da oder was? Na, Vorsicht. Wir haben jetzt expandiert. Wir sind jetzt in Entführung gegangen. Okay. Ja. Und du meinst, dass du für die noch Geld kriegst? Ja, freilich, du, die ist ganz schön wertvoll. Jetzt nicht frech werden hier. Naja, okay. Was ist die? Ja, was wert, meinst du? Aber hallo. Du, das ist die Frau von dem Modezahn Morelli. Weißt du, die jetzt gerade in der Modewoche in München ist? Ah, von dem, oder? Ja. Dem seine Frau, oder? Herr von Brockdorf, jetzt muss ich auch mal sagen, es ist ein ganz komplizierter Fall. Und komplizierte Fälle, die benötigen auch mal besondere Maßnahmen. Also jetzt hören Sie doch mal zu. Reden Sie jetzt lauter? Oder höre ich plötzlich besser? Das ist doch kein komplexer Fall. Das war doch wenig professionell. Wir haben auch noch anderes zu tun. Und außerdem müssen Sie sich mal wirklich überlegen, ob das eine vernünftige polizeiliche Arbeit war. Naja. Ist ja, Sie sind ja bekannt für Ihre Weibergeschichten. Wie gewonnen, so zerronnen. Oh, Leni. Servus. Meine Kette. Na, die Ketten nehme ich schon. Das geht nein. Auch. Aber weißt du was, die kannst halten. Weil das wird nichts damit, ja. Ah. Die nehmen wir nicht mit. Charlie, was hättest denn du eigentlich gehabt? Ich hab 3 Asse gehabt. Ah, 3 Asse, du schon. Also ich geh mal schnell, gell? Für Zeit. 3 Asse? Und 2 Asse? Das sind ja 5. Pokaricci, du Schwein! Was ist denn mit Hirn? Bohnen ist ganz Mädchen. Wie Tochter, weißt du, ist ein neues Modell, weißt du? Ja, Modell. Neues Modell für die Titelseite von deinem Magazin, Modell. Ich meine, du bleibst sitzen. Wir waren niemals auf Titelseite von meinem Magazin. Aber wir müssen doch arbeiten hier. Was machen du für die Arbeit? Ja, ich möchte nicht wissen, was du tun arbeiten.